Nächster Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren, befasst sich mit einem Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Umfassende Grenzkontrollen sofort einführen, Zurückweisung bei unberechtigtem Grenzübertritt. Die AfD, das haben Sie schon aus dieser Überschrift gehört, fordert also einen effektiven Schutz der Grenzen. Das ist jetzt das Thema. Erster Redner in dieser Debatte ist der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Alexander Gauland. Dieses Hohe Haus längst hätte führen müssen. Es ist schon erstaunlich, dass es erst unseres Einzugs in den Deutschen Bundestag bedurfte, um eine gesellschaftliche Debatte, die die Menschen draußen umtreibt, auf die Bühne unseres nationalen Parlaments zu bringen. Die deutschen Sicherheitsbehörden schätzen, dass 6,6 Millionen Migranten vor den Toren Europas auf den Zutritt zum Schengen-Raum hoffen, mindestens 2,6 Millionen davon in Nordafrika, Tendenz steigend. So viel zu der Behauptung, die Migrationskrise sei vorbei und bewältigt. Nein, meine Damen und Herren, nichts ist vorbei und nichts ist bewältigt. Bundesweit sind derzeit mehr als 300.000 Asylklagen anhängig. Zitat: Ämter, Gerichte, Schulen, das Gemeinwesen ist überlastet. Deutschland muss umdenken, um seine öffentlichen Güter zu bewahren. Ihre Nutzung der ganzen Welt zu ermöglichen, ist nicht liberal. Zitat Ende. Die Mahnung stammt von Hans-Werner Sinn. Und Bernd Raffelhüschen, hier dem Hause auch bekannt, hat berechnet, dass die 1 Million Flüchtlinge, die nun einmal schon da sind, wie die Frau Bundeskanzlerin zu sagen pflegt, den deutschen Staat per Saldo und auf Dauer 450 Milliarden Euro kosten werden. Aber noch immer hält diese Regierung, besonders die Bundeskanzlerin, an der Mehr fest, dass im 21. Jahrhundert keine Grenzen mehr gesichert werden können. Wenn das richtig wäre, Frau Bundeskanzlerin ist leider nicht da, hätte Ihre Regierung kein einziges der hier soeben zur Diskussion stehenden Bundeswehrmandate verlängern dürfen. Denn fast alle diese Mandate gehen von begrenzenden Möglichkeiten in begrenzten Gebieten aus. Schließlich, meine Damen und Herren, lernen Juristen in den ersten 3 Semestern, dass ein Staat aus 3 Elementen besteht: dem Staatsvolk, der von diesem ausgeübten Staatsgewalt über ein bestimmtes, fest umrissenes Staatsgebiet. Und dieses Staatsgebiet, Frau Bundeskanzlerin, und das richtet sich auch an die Regierung, haben Sie laut Grundgesetz zu schützen, andernfalls verletzen Sie Ihren Amtseid. Und, meine Damen und Herren, dass das möglich war und ist, haben wir zuletzt in dem Buch Die Getriebenen gelesen, wonach Ihr Innenminister, ich bin dankbar, dass er da ist, und die Polizeiführung des Bundes und Bayerns bereit waren und willens waren, die Grenzen zu sichern. Allein die Bundeskanzlerin wollte es nicht. Nun, meine Damen und Herren, dieses Nichthandeln, dieses Laufenlassen hat Konsequenzen. Sie gefährden nicht nur die Identität dieses Landes, seine Zukunftsfähigkeit und seine Institutionen, also den Rechtsstaat, der uns Deutschen unseren historischen Erfahrungen wegen besonders am Herzen liegen sollte. Sie gefährden auch den Sozialstaat, denn offene Grenzen und Sozialstaat schließen auf Dauer einander aus. Meine Damen und Herren, Selbstbestimmung und Demokratie entfalten sich im durch Grenzen geschützten Nationalstaat, wie der große Liberale Lord Dahrendorf einst feststellte, und nicht im Luftreich des Traums der Vereinigten Staaten von Europa. Offene Grenzen, meine Damen und Herren, sind aber auch ungerecht. Die besten Chancen, nach Europa zu kommen, haben junge Männer, die über Geld verfügen. Die Top 10 der ärmsten Länder der Welt deckt sich eben nicht mit der Top 10 der Herkunftsregionen von Migranten. Und um der falschen Politik der offenen Grenzen die Krone aufzusetzen, zahlt der Innenminister jetzt hohe Rückkehrprämien an Menschen, die gar nicht hier sein dürften. Denn Abschiebungen funktionieren ja auch nicht. Und so, meine Damen und Herren, gebiert ein illegaler Akt den nächsten. Diese Politik ist verheerend. Und für diese Politik sind die Regierungsparteien, die da noch gemeinsam auf der Bank sitzen, in den Wahlen auch abgestraft worden.
Deshalb fordern wir mit unserem Antrag Schluss mit den offenen Grenzen und Rückkehr zum Rechtsstaat. Das heißt Zurückweisung jedes Einzelnen bei unberechtigtem Grenzübertritt. Einwanderung und Niederlassungsfreiheit sind keine Menschenrechte. Ja, Menschen können illegal sein. Das stelle ich hier ausdrücklich fest. Das ist mir klar. Deshalb ist es besser, sie gar nicht erst reinzulassen, anstatt sie mühevoll und mit ungewissem Erfolg abzuschieben. Danke, meine Herren. Soweit die Rede von Alexander Gauland für die AfD-Fraktion. Menschen können illegal sein, hat er gesagt, bekam dafür Buhrufe von der Linksfraktion. Nächster Redner in dieser Debatte ist Armin Schuster, CDU/CSU. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass das kein AfD-Parteitag ist und wir uns der Materie etwas komplexer nähern müssen, Herr Gauland, das versuche ich jetzt mal. Europa ist ein gemeinsamer Raum von Freiheit, Sicherheit und des Rechts. Das war das Ziel nach dem Abschluss Schengener Abkommens im Amsterdamer Vertrag 1997. Wir haben den Bürgern Europas versprochen und eine Garantie abgegeben, dass offene Binnengrenzen, Personenfreizügigkeit bei mehr Sicherheit als in Zeiten von Schlagbäumen möglich ist. Und wir haben es lange bewiesen. Seit Mitte der 90er Jahre haben wir es sehr lange bewiesen. Die Personenfreizügigkeit ist ein zentrales Element, eine Säule des europäischen Einigungsprozesses. Und bevor wir den so platt zur Disposition stellen, wie Sie das machen, lassen Sie uns diskutieren, meine Damen und Herren. Geht das überhaupt, was man sich damals bei Schengen gedacht hat? Vor Ihnen steht jemand, der in Führungsverantwortung an der deutsch-französischen Grenze, an den Benelux-Grenzen, an der deutsch-polnischen, tschechischen Grenze und zum Schluss an der deutsch-schweizerischen Grenze selber Schlagbäume abgebaut hat. Ich kann Ihnen beredt erklären, habe leider nur ein paar Minuten, wie intelligent Schengen ist, wenn alle 26 das tun, was wir vereinbart haben. Und ich kann Ihnen beredt erklären, wie naiv und dumm es ist zu glauben, all die Probleme, die Sie aufführen, Herr Gauland, könnte man mit einer Maßnahme lösen, nämlich vollständigen Grenzkontrollen. Das ist ja, da fehlen mir die Worte, jedenfalls die diplomatischen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, deshalb sind wir ja hier. Sehr verehrter Herr Kollege, ich möchte Sie nur eines fragen. Ist es richtig, dass Ihre Partei ein Gutachten eingeholt hat, ob die widerrechtliche Öffnung der Grenzen verfassungskonform wäre oder nicht, dass dieses Gutachten gekommen ist vom Verfassungsrichter Di Fabio? Und ist es weiterhin richtig, dass Sie da, nachdem Sie dann wussten, dass Ihr Verhalten oder das Verhalten der Regierungsparteien eben nicht verfassungskonform ist, trotzdem in keinster Weise darauf reagiert haben? Herr Kollege Ehrmann, ich könnte jetzt die ganze Stunde benutzen, lassen Sie mich stehen bleiben, ich könnte jetzt die ganze Stunde benutzen, über das Gutachten von Di Fabio zu reden. Ich könnte aber auch die zwei Gutachten nehmen, die Sie in Ihrem Antrag formuliert haben vom Wissenschaftlichen Dienst. Tun Sie mir einen Gefallen. Lesen Sie doch mal Ihren eigenen Antrag und die Gutachten, die Sie darin zitieren, weil in diesen Gutachten steht klipp und klar drin, es gibt Gründe für stationäre Grenzübertrittskontrollen, an denen man auch Zurückweisungen aussprechen kann. Und es gibt besondere Situationen, in denen ein Land entscheiden kann, genau das nicht zu tun. Jetzt könnten wir zusammen unendlich viele Juristen und Experten aufführen, die für die eine oder die andere Meinung eintreten. Ich sage Ihnen, was die Lösung ist. Grenzkontrollen macht man juristisch im Sinne einer Verhältnismäßigkeit zur politischen Lage. Du kannst, und das würde ich niemals bestreiten,
stationäre Grenzübertrittskontrollen machen, wenn Sie eine Krisensituation haben, wenn eine Ultima Ratio-Situation da ist, wie sie 2015 war. Was hat der Bundesinnenminister, Ende 2015 entschieden? An allen deutschen Landgrenzen Grenzübertrittskontrollen mit Schwerpunkt an der bayerisch-österreichischen. Was wollen Sie eigentlich? Das Einzige, was Sie nicht verstehen, ist, dass zwischen offenen Grenzen, Schengen-Schleierfahndung, Römer-Vertrag, Kontaktdienststellenwesen und stationären Grenzkontrollen ein großes Instrumentarium liegt, was man intelligent einsetzt. Dazu sind Sie leider nicht fähig. Und, meine Damen und Herren, ich gebe das offen zu, bevor Sie jetzt auch noch die Getriebenen zitieren mit der nächsten Zwischenfrage. Ja, ich hätte mir Ende 2015 schneller diese Grenzkontrollen gewünscht. Aber das ist ein demokratischer Meinungsbildungsprozess gewesen. Ich glaube sogar, dass ich da ganz gute Wirkung erzielt habe. In jedem Fall, meine Damen und Herren, der Kollege Stefan Mayer, Clemens Binninger und ich haben Mitte 2015 vor dieser krisenhaften Situation an Jean-Claude Juncker geschrieben und haben ihm erklärt, wenn er nicht bald für eine Renaissance des Schengener Grenzkodex sorgt, stehen wir unmittelbar vor der Einführung von stationären Grenzkontrollen. Bevor Sie wach waren, sind wir längst unterwegs gewesen. Also bitte, wir hätten Sie im Parlament nicht gebraucht. Also und jetzt sage ich Ihnen mal was als Südbadener. Wir empfinden uns als Vorbild-Europäer. Bevor wir uns von solchen stumpfen Argumenten unsere Reisefreiheit, unseren Handel und die Wirtschaft zerstören lassen oder gravierend stören lassen, vorher kämpfen wir um das, worum es wirklich geht, meine Damen und Herren. Wir brauchen kein Spiel mit falschen Zahlen. Sie sprechen in Ihrem Antrag von Hunderttausenden, die dieses Jahr die Grenze illegal überschreiten. Es sind 170.000. Da haben wir nicht mal die abgezogen, die zurückgeschoben werden. Meine Damen und Herren, Sie inszenieren eine Krise vor den Menschen in diesem Land. Sie arbeiten mit falschen Zahlen. Sie machen Herr Gauland, Sozialstaat und offene Grenzen für nicht möglich zu halten, bitte machen Sie irgendeinen Grundkurs Politik, aber machen Sie das, bevor Sie das nächste Mal in diesen Plenarsaal kommen. Das ist ja eine irrwitzige Vorstellung, zu glauben, wir könnten dieses Land nicht gestalten mit offenen Grenzen. Jetzt darf ich Ihnen mal, ich frage mich, ist das eine Mischung aus Inkompetenz und Fahrlässigkeit oder ist das Vorsatz, was Sie hier tun? Jedenfalls nach den Debatten, die hinter uns liegen, gerade eben, ist das aufrührerisch und das kann ich Ihnen einfach nicht empfehlen. Es ist nicht in Ordnung. Meine Damen und Herren, der gravierendste Unterschied in diesem Haus aller Fraktionen, vermute ich, mit Ausnahme Ihrer, ist, dass Deutschland seit 1995, ich habe es eigenhändig ausgerechnet, im Schnitt 150.000 Menschen Asyl gewährt hat, von 1995 bis heute. Dass die Union in ihrem Asylkompromiss von 200.000 spricht, ist also kein Zufall. Das ist für uns Politik mit einem humanitären Ansatz, den Sie nie verstehen werden. Deswegen ist die Debatte zwar wichtig, aber sie bringt Ihnen wahrscheinlich nichts. Das werden Sie nie lernen. Da gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen uns. Wir wollen helfen und Sie nicht. Und Sie glauben auch noch, dass durch Grenzkontrollen so etwas zu machen sei. Ich mache Ihnen ganz kurz die eigentliche Problemlösung und nicht dieses stumpfe Geschwätz. Meine Damen und Herren, vor Ihnen steht ein glühender Fan des Schengener Grenzkodex. Und ich kritisiere zugegebenermaßen als Hinterbänkler in der ersten Periode frucht- und erfolglos, kritisiere ich ein wenig den Niedergang in Europa dieses Schengener Grenzkodex.
Und auch wir, meine Damen und Herren, machen oft den Fehler, nur vom Außengrenzenstandard zu sprechen. Diese Eindimensionalität hatten wir bei der Erfindung des Grenzkodex nicht. Dazu gehört in 26 Ländern eine Schengen-Schleierfahndung. Dazu gehört der Brümmer Vertrag. Dazu gehört das Kontaktdienststellenwesen. Dazu gehört. Und all das hat man bei der Kommission langsam schleichend eben aufgegeben. Wenn Otto Schily und Günther Beckstein nicht zusammen gewesen wären, hätten wir schon Anfang der 2000er Jahre diesen Kodex in Frage gestellt, weil es eine politische Mehrheit dafür gab. Ich wende mich dagegen. Solche Fraktionen entstehen, wenn wir den Schengener Grenzkodex nicht endlich wieder zu dem bringen, wofür er eigentlich gedacht war. Meine Damen und Herren, einen Satz erlauben Sie mir noch. Ich schon Sie mal. Einen Satz erlauben Sie mir bitte an FDP, SPD und Grüne. Ich hätte fast Freunde gesagt, wir sondieren ja noch nicht. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wer allerdings ein politisches Problem damit hat, stationäre Grenzkontrollen zu machen, das habe ich ja gerade erklärt, das ist ja eigentlich kein Problem, dann aber auch keine Schleierfahndung will. Ich vollende den Satz nicht, ich überlasse es Ihren. Die Schleierfahndung an 26 Binnengrenzlinien ist ein wichtiges Mittel und deshalb plädiere ich dafür. Wir brauchen eine europäische Grenzpolizei. Wenn ich Macron entgegenkommen will mit Geld, dann für so eine Maßnahme. Besseres Europol, nicht nur ein Informationsaustauschzentrum. Herr Kollege, denken Sie an Ihre Redezeit. Und am Schluss möchte ich eins noch sagen. Lieber Herr Gauland, Fluchtursachenbekämpfung ist die einzig wirklich wirksame Methode, all den Phänomenen zu begegnen, die Sie beschrieben haben. Aber doch nicht stationäre Grenzübertrittskontrollen. Herr Kollege, damit werden Sie niemals die Probleme lösen. Deshalb bin ich der Bundesregierung dankbar, der amtierenden Bundesregierung, dass wir auf diesen Feldern arbeiten. Die Mehrdimensionalität dieses Themas werden Sie nie begreifen und damit auch nie die Ansätze finden zur Lösung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit trotzdem. Armin Schuster war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier zwischendurch Alexander Gauland einen Grundkurs Politik empfohlen hat und ihm vorgeworfen hat, er erfasse die Komplexität des Themas nicht. Weiter geht es mit Lars Castellucci für die SPD-Fraktion. Ich habe Sie, werte Kollegen von der AfD, jetzt hier überwiegend breit grinsend sitzen sehen. Und es erweckt bei mir den Eindruck, dass sich das anschließt an das, was Sie, Herr Gauland, einmal gesagt haben, dass Sie in Wahrheit froh sind, dass diese ganzen Flüchtlinge gekommen sind, damit Sie parteipolitischen Nutzen davon haben. Ich halte das für sehr durchschaubar und ein sehr perfides Spiel, was Sie hier abziehen. Der Herr Schuster hat das Notwendige schon gesagt. Ihr Antrag auf Einführung von Grenzkontrollen ist schlicht überflüssig. Und im Übrigen sind über 20.000 Menschen, die an den Grenzen unberechtigterweise waren, dort auch in den letzten Jahren zurückgewiesen worden. Das heißt, wir tun das bereits, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Was wir nicht tun, ist das, was hier steht, nämlich umfassende Grenzkontrollen einführen oder einen vollständigen Schutz einführen, weil es das nämlich gar nicht gibt. Wenn wir das machen wollten, dann würden wir nämlich eine Mauer hochziehen und uns verbarrikadieren dahinter. Wir würden Türme aufstellen, wir würden einen Todesstreifen einrichten und wir würden die Gewehre auf die Leute nach draußen richten. Und wissen Sie, wo wir dann sind? Dann sind wir nämlich nicht mehr in Deutschland, dann sind wir in Nordkorea. Und jetzt will ich Ihnen noch eins sagen, der Typ in Nordkorea, der reicht mir, ein Kim Jong-Gauland, auf den kann ich verzichten. Und jetzt ist die Frage, heißt es, dass alles gut ist? Natürlich nicht. Wir müssen nämlich nicht anfangen, wenn die Leute bei uns an den Grenzen schon angekommen sind, sondern wir müssen früher anfangen. Wir müssen bei den Fluchtursachen anfangen. Das ist der erste Punkt. Und wenn jetzt Ihre Rednerinnen und Redner in diesem Haus den Klimawandel leugnen, dann können Sie gleich Freifahrtscheine für eine weitere Million von Flüchtlingen austeilen, weil dann werden die Nächsten kommen. Wir brauchen ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Aber Ihre Leute posten Solidarität mit Ungarn und mit Polen und mit Tschechien, die überhaupt nicht zu einer Solidarität in der Lage sind. Das ist doch scheinheilig, was Sie hier betreiben.
Und wenn Sie der Meinung sind, dass sich nur die Starken durchsetzen, Herr Gauland, dann biete ich Ihnen an, dass wir ein Programm auflegen für die Schwachen und dass wir sagen, wir holen sie nach Deutschland, vielleicht die Vergewaltigten, vielleicht diejenigen, die bedroht sind, weil ihre Familien schon ausgelöscht worden sind. Und wir werden dafür sorgen, dass sie auf sicheren und legalen Wegen nach Deutschland kommen. Sind Sie für so ein politisches Vorhaben zu gewinnen? Wenn Sie das nicht sind, dann haben Sie es nicht ernst gemeint, was Sie gerade gesagt haben. Aber wissen Sie, jetzt hat Herr Schuster aus Südbaden gesprochen. Ich spreche aus Nordbaden. Und was uns verbindet, ist die Grenze nach Frankreich. Sie ist offen. So bin ich groß geworden. Ich möchte das bewahren. Und ich komme aus einer kleinen Stadt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Nolte? Gut, natürlich. Der Herr Nolte ist derjenige, der diesen Unsinn postet. Der darf natürlich was fragen. Herr Kollege, 2050 rechnet man mit mehreren hundert Millionen migrationswilligen Menschen aus Afrika. In der Welt liest man von bis zu 800 Millionen. Was ist Ihr Konzept? Was wollen Sie mit den Menschen hier machen, wenn Sie die alle aufgenommen haben? Mein Konzept ist, dass Sie 2050, aber allerspätestens, nicht mehr in diesem Parlament sind und dass wir dann für eine Politik hier sorgen, die verhindert das, was Sie herbeireden. Wenn wir nämlich für eine, wissen Sie, worauf es ankommt? Es kommt auf etwas an, mit der ich schließen möchte. Es kommt auf globale Gerechtigkeit an. Das ist für Sie natürlich ein Fremdwort, aber Sie haben ja in den nächsten 4 Jahren Gelegenheit, vielleicht auch noch mal etwas dazu zu lernen. Und deswegen möchte ich damit auch schließen. Ich habe erzählt, Nordbahn, ich komme aus einer kleinen Stadt, ich mag die Menschen da, ich bin da aufgewachsen, ich setze mich mit vollem Herzen für sie ein. Ich komme aus Deutschland und ich liebe mein Vaterland, das mir viel ermöglicht hat. Aber meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind nicht alleine hier auf dieser Welt. Und wir können nicht überall hin exportieren und überall hinreisen wollen, aber mit den Problemen dieser Welt nichts zu tun haben. Und lassen Sie mich deswegen schließen, weil es so laut geworden ist in diesem Raum, seit Sie da sind. Und manchmal unerträglich laut. Und lassen Sie mich deswegen leise schließen. Vergesst nicht, Fremde, wir reisen gemeinsam. Besteigen Berge. Die uns vernichtet, diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. Große Ausländer, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Lars Castellucci war das für die SPD-Fraktion am Ende. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag rufe ich auf Benjamin Strasser von der FDP. Dichterin Rose Ausländer. Weiter geht es jetzt mit Benjamin Strasser für die FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD-Fraktion legt heute einen Antrag vor, der gleich in mehrfacher Hinsicht einen Aufruf zum Rechtsbruch darstellt. Mal ganz abgesehen davon, dass Sie die Normenhierarchie und den Anwendungsvorrang europäischen Rechts zu ignorieren scheinen, behaupten Sie in Ihrem Antrag verschiedene Dinge, die einfach nicht stimmen. Sie behaupten, der Grenzschutz wäre nicht gewährleistet. Wahr ist, dass die Bundespolizei seit September 2015 auf Grundlage der Artikel 23 fortfolgender des Schengener Grenzkodexes Grenzkontrollen an den von Flüchtlingsströmen besonders frequentierten Routen durchführt. Das gilt insbesondere für die deutsch-österreichische Grenze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man mag jetzt spekulieren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Also die AfD-Fraktion muss es jetzt auch einmal ertragen, dass Fakten ohne von ihr kommentiert hier vorgetragen werden. Wir sind nicht auf dem Parteitag, wir sind im Parlament. Man mag darüber spekulieren, warum Sie diesen Antrag eingereicht haben. War es rechtliche Ahnungslosigkeit oder wurde Frau Weidel zu selten an der Grenze zur Schweiz kontrolliert? Wir wissen es nicht. Was aber klar ist,
Vollständige und effektive Grenzkontrollen oder Abschottung, genau gesagt, wie sie die AfD-Fraktion hier fordert, sind rechtlich nicht haltbar und ein Verstoß gegen das Schengener Abkommen. Der EuGH hat jüngst in seinem Urteil vom 21. Juni 2017 bekräftigt, dass verdachtsunabhängige Kontrollen in Grenznähe, an Bahnhöfen und in Zügen nicht zu systematischen Grenzkontrollen ausarten dürfen. Was anders soll das dann sein, was Sie hier vorschlagen? Mit Ihrem Antrag, werte Kolleginnen und Kollegen der AfD, zwingen Sie die Behörden und insbesondere die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei zu einem kollektiven Rechtsbruch auf deutschem Boden. Das ist schon harter Tobak für eine Partei, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit sich zur selbsternannten Hüterin des Rechts aufschwingt. Das Wort Rechtsstaat sollten Sie ab heute nicht mehr in den Mund nehmen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns in der heutigen Zeit überhaupt mit solchen Abschottungsfantasien der AfD-Fraktion auseinandersetzen müssen, ist auch zahlreichen Versäumnissen der geschäftsführenden Bundesregierung in den letzten zwei Jahren zuzurechnen. Wir reden über dieses Thema heute nur, weil es die derzeitige Große Koalition seit zwei Jahren nicht schafft, eine Antwort auf die Flüchtlingsfrage zu finden. Seit zwei Jahren sprechen Sie von fehlender Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen, und seit zwei Jahren finden Sie keine Verbündeten, die an der Seite der Bundesrepublik diese Solidarität in ganz Europa durchsetzen. Und wo ich gerade schon dabei bin, wie sieht es denn beim Schutz der europäischen Außengrenzen aus? Auch hier haben Sie seit zwei Jahren noch nichts erreicht. Es folgt Gipfel auf Gipfel, aber es gibt nach wie vor keinen wirksamen Schutz der EU-Außengrenze. Dieser Schutz ist aber eine gemeinsame europäische Aufgabe. Wenn wir an ihr scheitern, dann kehrt unser Kontinent dauerhaft zu Schlagbäumen zurück, und das wollen wir Freie Demokraten nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antwort auf die Flüchtlingsfrage kann nicht deutsch. Die Antwort auf die Flüchtlingsfrage kann nur europäisch sein. Deshalb muss die Grenzschutzagentur Frontex endlich zu einer europäischen Grenzpolizei ausgebaut werden, die über echte Kompetenzen, moderne Ausrüstung und ausreichend Personal verfügt. Wir brauchen im Hinblick auf den afrikanischen Kontinent endlich eine gemeinsame europäische Strategie, damit die Hilfe vor Ort auch bei den Personen ankommt, die sie benötigen. Und schlussendlich gilt es, für eine gesteuerte Zuwanderung nach Europa zu sorgen. Ein erster Schritt wäre ein modernes Einwanderungsrecht in Deutschland, das wir Freie Demokraten seit 1997 vorschlagen. Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion steht für ein Europa der Freiheit und des Rechts und nicht der nationalen Abschottung und der Rechtsbrüche. Deshalb stimmen wir zwar der Überweisung in den Hauptausschuss zu, lehnen Ihren Antrag aber inhaltlich ab. Vielen herzlichen Dank. Die FDP, so sagte der Abgeordnete Benjamin Strasser, fordert schon seit langem ein modernes Einwanderungsgesetz. Die Jamaikaner hatten sich ja schon weitgehend geeinigt, dass ein solches Gesetz kommen soll. Daraus wird einstweilen nichts. Wer weiß, wie es weitergeht in der Debatte. Jedenfalls spricht jetzt Ulla Jelbke für die Linksfraktion. Und Unkenntnis. Und er ist ein Paradebeispiel dafür, für ihre Hetze, mit der die AfD auf Stimmenfang geht. Da ist zum Beispiel die Rede davon, weitgehend ungeschützte EU-Grenzen gäbe es. Und ich frage mich tatsächlich, wovon sprechen Sie hier eigentlich? Die EU ist heute mehr denn je abgeschottet. Dafür macht sie sogar mit den Schurkenstaaten wie der Türkei oder Libyen arbeitet zusammen. Tausende Schutzsuchende sind in den vergangenen Jahren auf dem Weg in die Festung Europa umgekommen. Um Europa gibt es längst eine Mauer der Schande, und das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, auf Grundlage Ihrer Verdrehung und Wahrnehmung fordert die AfD nun für Deutschland umfassende Grenzkontrollen. Hat die AfD eigentlich schon mal was von Freizügigkeit innerhalb der EU gehört? Zur Bewachung der sogenannten grünen Grenze fordern Sie den Aufbau von Bundesbereitschaftskräften.
Ich frage Sie einfach mal, was soll denn das für eine Truppe sein? Eins muss doch wohl klar sein. Wir brauchen keine durchgeknallte Bürgerwehr, die Jagd auf Flüchtlinge macht. Und die Bundeswehr zum Grenzschutz einzusetzen, wäre schlicht verfassungswidrig, denn die Bundeswehr ist keine Hilfspolizei. Und Schutzsuchende sind keine feindliche Armee, die es mit der Waffe in der Hand abzuwehren gilt, auch wenn Frau von Storch das vielleicht so sehen mag. Mehr als abenteuerlich ist auch die AfD-Interpretation der Genfer Flüchtlingskonvention. Da wird einfach mal unterstellt, dass ein Anspruch auf Schutz nur bei direkter Ausreise aus dem Herkunftsstaat bestünde. Das ist einfach Quatsch. Dieses Zurückweisungsverbot gilt selbstverständlich auch bei drohenden Kettenabschiebungen ins Herkunftsland. Nach dem Verständnis der AfD wäre die Flüchtlingskonvention für die allermeisten Länder der EU schlicht irrelevant. Das hätten Sie vielleicht gerne, das entspricht aber nicht dem Völkerrecht. Als Beispiel führt die AfD allen Ernstes an, dass eritreische Flüchtlinge, die über Libyen in die EU kommen, keine Flüchtlinge im völkerrechtlichen Sinne seien. In Libyen droht Schutzsuchenden, wir haben das letzte Woche hier gerade diskutiert, Sklaverei, Hinrichtung, Folter und Vergewaltigung. So machen Sie doch eigentlich nur deutlich, wie wenig Ihnen das Leben von Schutzsuchenden wert ist. Auch Ihre Forderung nach Zurückweisung an den deutschen Grenzen geht völlig in die Irre. Man mag vom europäischen Asylrecht und System halten, was man will. Wir haben hieran immer scharfe Kritik geübt. Aber nicht deutsche Grenzpolizisten, sondern die Dublin-Verordnung regelt, welcher EU-Staat für die Asylprüfung zuständig ist. Die deutsche Drittstaatenregelung wurde längst durch EU-Recht verdrängt. Nehmen Sie das wenigstens mal zur Kenntnis. Und meine Damen und Herren, besonders perfide ist, dass die AfD immer wieder Ängste schürt und sich vor allen Dingen Sorgen macht um unsere Sozialsysteme. In altbekannter Weise werden hier in- und ausländische Arme und Bedürftige gegeneinander ausgespielt. Die wahren Verursacher der sozialen Misere, nämlich Banken und Konzerne, könnten sich hier eins ins Fäustchen lachen. Für die Demontage der Sozialsysteme sind nicht die Flüchtlinge verantwortlich, sondern eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Und daran will die AfD gar nichts ändern, leider die Bundesregierung auch nicht. Und deswegen sagt die Linke ganz klar, wir brauchen soziale Gerechtigkeit, wenn man einer Partei wie ihrer das Wasser abgraben will. Ulla Jelpke war das für die Linksfraktion, die hier alle Thesen der AfD zurückgewiesen hat. Weiter geht es in der Debatte mit Luise Amtsberg, Bündnis 90 Die Grünen. Meine Damen und Herren, es ist ja bekannte Strategie der AfD, die politischen Anliegen auf Halb- und Unwahrheiten zu bauen, ja, das eigene Narrativ sozusagen bestärken, indem man sich nur die Argumente raussucht, die ins eigene Weltbild passen. Und dieser Antrag ist lediglich eine weitere, vermutlich von vielen Episoden dieser Art Politik zu machen. Die AfD fordert, dass künftig niemand mehr an Deutschlands Grenzen Asyl beantragen kann. Sie fordert auch sofort umfassende Grenzkontrollen mit entsprechenden Vollmachten. Was heißt das eigentlich, entsprechende Vollmachten? Konkret wird die AfD hier nicht, sie bleibt nebulös und das überrascht auch nicht, denn wenn man sie wirklich mal auf ihre Forderungen festnageln möchte, ja, oder sie es unterfüttern, realitätstauglich machen würde, müsste sie den Menschen in Deutschland auch erklären, dass es vorbei ist mit europäischer Freizügigkeit, vorbei mit europäischer Solidarität, vorbei mit dem Grundrecht auf Asyl, vorbei mit staatlichem Verantwortungsbewusstsein. Dann würde um Deutschland eine Mauer gebaut und wir müssten womöglich sogar hier in diesem Parlament darüber diskutieren, ob es nun geboten ist oder nicht, im Zweifel an der Grenze auch auf Flüchtlinge zu schießen. Das ist das, was sich in diesem Antrag tatsächlich verbirgt. Sie kritisieren die Entscheidung der Bundeskanzlerin vom 5. September 2015, als sie gemeinsam mit Österreich Schutzsuchenden aus Ungarn die Einreise nach Deutschland erlaubt hat und sehen hierin einen Rechtsbruch. Sie berufen sich dabei auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Ich kenne dieses Gutachten auch. Und zur Versachlichung,
Es stellt eben gerade nicht fest, dass dem Handeln der Bundesregierung die Rechtsgrundlage gefehlt habe. Im Gegenteil, das Gutachten stellt lediglich verschiedene Rechtsauffassungen gegenüber, ohne Position zu beziehen. Wer aber glasklar Position bezieht, und auch das sparen Sie einfach aus, das ist der Europäische Gerichtshof. Der hat in diesem Jahr geurteilt und deutlich gemacht, dass Deutschland im Sommer 2015 rechtmäßigerweise von seinem Selbsteintrittsrecht nach dem Dubliner Übereinkommen Gebrauch gemacht hat und richtig gehandelt hat. Dieses Urteil lassen Sie einfach, aber das lernen wir ja jetzt hier, dass das guter Ton ist von Ihnen, unter den Tisch fallen. Ich finde, das ist wahnsinnig unseriös. Und wenn wir über Rechtsbrüche reden, ja, warum erwähnen Sie dann eigentlich nicht, dass der eigentliche Bruch mit dem geltenden Recht in Budapest stattgefunden hat, durch Ihren Bruder im Geiste, Viktor Orban, der Flüchtlingen über Monate und Wochen den notwendigen Schutz versagt hat, damit europäisches Recht gebrochen hat. Denn das war nämlich die eigentliche Ursache für die massiven Binnenmigration in Europa. Und bei aller Kritik, ja, die wir an der Flüchtlingspolitik dieser letzten Bundesregierung auch hatten. Ja? Die Bundeskanzlerin hat angesichts der damaligen Situation, ja, und das muss man eben auch politisch einordnen, das einzig Richtige getan, es war humanitär geboten, diesen Menschen zu helfen. Und wenn wir schon beim Aussparen von Fakten sind, Sie behaupten ja auch immer wieder, dass Merkels Entscheidung Grund war für den Anstieg der Geflüchteten in Europa, in Deutschland. Und ich meine mal ehrlich, wie fernab jeder Realität ist es eigentlich? Ja, die Menschen, die hier 2015 angekommen sind, waren mitnichten dem Aufruf Merkels gefolgt oder erst seit kurzem auf der Flucht. Es war die Eskalation im Syrienkrieg, die Tatsache, dass die Hilfswerke in den Anrainerstaaten völlig unterfinanziert nicht mehr die Lebensmittelrationen bereitstellen konnten. Es war die Einführung der Visumspflicht in den Anrainerstaaten Syriens, die massive Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan und nicht zuletzt die Unfähigkeit der europäischen Regierung, sich solidarisch mit den Mittelmeeranrainern zu zeigen. Frau Kollegin. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Hallo, ich bin in der Zwischenzeit. Guten Tag. Aus Herrn Friedrich ist jetzt Frau Roth geworden. So, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen von der AfD? Selbstverständlich. Ja, es muss nicht sein, aber es gehört ja zum guten parlamentarischen Ton, insofern sehr gerne. Ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank, untertänigst. Sie haben gerade eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Sie haben gerade eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs angedeutet, in der festgestellt worden sei, dass das Regierungshandeln Merkel richtig gewesen sei, was die Grenzöffnung angeht. Können Sie die Stelle mal zitieren, aus der Sie das lesen? Dazu müsste ich jetzt direkt in das Urteil gucken. Das habe ich hier vorne nicht vorliegen. Aber es war ganz klar festgelegt, dass sozusagen aufgrund der Möglichkeit, selbst einzutreten, ich meine, die haben wir ja an vielen Stellen im europäischen Recht, ja, wenn ein Geflüchteter zum Beispiel in Deutschland eigentlich rücküberstellt werden müsste in einen anderen europäischen Staat und das nicht innerhalb von 3 Monaten gelingt, dann gibt es dieses Selbsteintrittsrecht ja sogar automatisch. Aber es gibt bestimmte Fälle, wenn eine Überforderung in anderen Mitgliedstaaten der Fall ist und auch eine humanitäre Notlage existiert, die Möglichkeit des Selbsteintrittsrechts. Und das hat Angela Merkel in Anspruch genommen, gemeinsam mit dem Bundesinnenminister. Und ich sehe auch überhaupt keinen Grund dafür, das jetzt irgendwie in Frage zu stellen, weil das war eine humanitäre, auch politisch einzuordnen, humanitäre Entscheidung zu diesem Punkt, die ich nach wie vor ausdrücklich unterstütze und wo das Europarecht auch glasklar Möglichkeiten für lässt. So, und damit hier keine Missverständnisse auftauchen, die grüne Fraktion will ebenfalls schnelle und lückenlose Registrierung aller Ankommenden, ja, auch aus Sicherheitsgründen, vor allen Dingen aber auch im Interesse der Schutzsuchenden selbst. Denn sie können nur so einen Asylantrag stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schnelle, faire und zügige Verfahren auf den Weg bringen. Und da gibt es zahlreiche Maßnahmen und auch noch viele Möglichkeiten der Verbesserung, ja, von einer Qualitätsoffensive beim Bundesamt bis hin zur Entkriminalisierung des Straftatbestandes der illegalen Einreise, wie es zum Beispiel der Bund der Kriminalbeamten fordert. Meine Fraktion, das sage ich auch ausdrücklich mit Blick auf den Geist dieses Antrages, ja, meine Fraktion stellt sich dieser nationalstaatlichen Kleingeisterei der AfD entschieden entgegen. Wir kämpfen für die Überwindung des Dublin-Systems, eine echte gemeinsame europäische Asylpolitik für legale Wege, Resettlement, Familiennachzug. Denn uns ist Europa und unsere Freizügigkeit nicht egal, meine Damen und Herren. Uns ist auch nicht egal, was auf den Sklavenmärkten und in den Folterknästen Libyens vor sich geht, ein Land, das Sie ja als unproblematisch Zielland für Geflüchtete beschreiben. Und deshalb sage ich ganz ausdrücklich, unsere Verantwortung hört nicht an unseren Grenzen auf, sie beginnt dort erst. Herzlichen Dank.
Luise Amtsberg war das, Bündnis 90 Die Grünen, die hier ein Asylrecht skizziert hat, das ihrer Fraktion vorschwebt. Die deutsche Verantwortung, sagte sie, höre an den deutschen Grenzen nicht auf. Sie beginne dort erst. Weiter geht es jetzt mit Andrea Lindholz für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der AfD-Antrag fordert in Ziffer 1 im Ergebnis unbefristete und flächendeckende Grenzkontrollen und in Ziffer 2 die Zurückweisung sämtlicher Asylbewerber an der deutschen Grenze. Weil dieses Thema ein hochsensibles Thema ist und weil viele von uns auch in ihren Wahlkreisen Kontakt zu Flüchtlingen und zu Helfern haben, möchte ich diese Stunde auch nutzen, um den vielen Ehrenamtlichen, die uns in der Krise unterstützt haben und noch unterstützen, Danke sagen und auch anerkennen, dass es viele Schutzsuchende gibt, die hier in Deutschland ehrlich um Arbeit und Integration bemüht sind. Während Sie, Herr Gauland, im Spiegel im Jahr 2015 zitiert haben, dass Sie diese Krise als ein Geschenk für Sie nennen, sie war sehr hilfreich. Es ist nicht unsere Politik auf dem Rücken von Schutzsuchenden auszutragen, aber das ist ganz offensichtlich Ihre Politik. Und Ihr Antrag, zu dem Sie eigentlich gar nichts Genaues, Konkretes gesagt haben, der löst mithin kein einziges Problem. Ihre Forderung nach einer faktischen Binnengrenzschließung ist vollkommen neben der Sache liegend. Es ist klar und unbestritten, dass Grenzkontrollen nach wie vor notwendig sind. Die Bundespolizei kontrolliert mit Unterstützung der bayerischen Polizei seit 2015 die deutsch-österreichische Grenze. Mit der Schweiz haben wir eine enge Polizeikooperation vereinbart. Und erst jetzt im Oktober hat der Bundesinnenminister die Kontrollen verlängert und auf Fluggäste aus Griechenland ausgeweitet. Und CDU und CSU wollen diese Grenzkontrollen auch so lange aufrechterhalten, bis der Schutz der EU-Außengrenzen gewährleistet ist. In Bayern funktioniert im Übrigen auch die Schleierfahndung, die als ergänzendes Mittel, Armin Schuster hat es angesprochen, immer noch mit heranzuziehen ist. Ihr Antrag dagegen spricht von einem vollständigen und umfassenden Grenzschutz, der, Zitat, durch geeignete Maßnahmen zu ermöglichen ist, gegebenenfalls durch den Aufbau an Bereitschaftspolizei, ohne dass Sie darauf näher eingehen, um wie viele Stellen es sich dabei handeln soll. Wir haben bereits 7.500 neue Stellen beschlossen. Und Ihr Antrag verliert natürlich wohl wissentlich kein einziges Wort darüber, welche weiteren geeigneten Maßnahmen Sie zur vollständigen Grenzschließung denn eigentlich meinen. Aber das werden Sie uns ja vielleicht im weiteren parlamentarischen Verfahren dann auch mal ehrlich erklären, weil es haben Sie auch heute in Ihrer Rede nicht dargelegt. Wir wissen gleichzeitig, dass unser Wohlstand in Deutschland auch als Exportnation von der Grenzfreiheit im Schengen-Raum abhängt. Und deshalb ignoriert Ihr Antrag vollständig ein angemessenes Verhältnis zwischen offenen Grenzen und Grenzkontrollen, was hier nötig und erforderlich ist. Das Gleiche gilt für geltendes Europarecht. Das setzen Sie auch mal eben außer Kraft. Unbefristete Grenzkontrollen sind europarechtlich unzulässig. Und die jetzigen Kontrollen sind europarechtlich konform ausgestaltet. Und ich erwarte von uns auch, dass wir uns an Europarecht halten. Und wir werden auch keine anderen Entscheidungen treffen. Frau Lindholz, darf ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Sie können gerne am Ende eine Intervention machen, auf die ich gerne antworte, aber ich werde jetzt Sie wissen ja noch gar nicht von wem, aber gut. Das betrifft jeden. Gut. Genau. Und jetzt zur generellen Zurückweisung an der Grenze im Fall des unberechtigten Grenzübertrittes. Sie legen dar und berufen sich auf zwei Gutachten, von denen ich mir die Frage stellen muss, ob Sie sich die überhaupt durchgelesen haben, dass jeder an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden kann, der sich auf das Asylrecht beruft. Das ist schlicht und ergreifend falsch und wird auch genau durch diese Gutachten nicht bestätigt. Ja, Zurückweisungen an der Grenze sind möglich und Zurückweisungen an der Grenze werden auch vorgenommen. Aber nein, wenn jemand an der Grenze steht und Asyl ruft, kann ich eben nicht sagen, du hast hier definitiv unter keinem Gesichtspunkt ein Eintrittsrecht. Das gilt, Ausnahmen gelten für Minderjährige. Ausnahmen gelten für Familienangehörige. Ausnahmen gelten für besondere Härtefälle. Und, auf was die Gutachten auch eingehen und wozu sie ebenfalls nichts aussagen, ist die Frage,
sind wir innerhalb der Mitgliedstaaten berechtigt zu sagen, nein, du kommst über die Grenze von Österreich und deswegen musst du definitiv nach Österreich zurückgehen. Genau das ist im Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander so nicht geregelt, sondern hier greift Europarecht, das geht an dieser Stelle auch unserem Recht vor. Und insofern haben wir hier die Asylverfahren oder das überhaupt generell zu prüfen, wo das Asylverfahren durchzuführen ist. Und um diese Prüfung vorzunehmen, brauchen wir Mechanismen, und die müssen anders aussehen. Wir brauchen Aufnahmezentren, so wie wir die ganze Zeit schon fordern, wo wir jedes Verfahren prüfen, wo wir genau hinschauen, hat jemand einen Asylanspruch, ist Deutschland verpflichtet, das Verfahren zu überprüfen, oder ein anderes Land, wie schaut es mit den Dokumenten aus, sind die in Ordnung, sind die nicht in Ordnung, weil wir natürlich wissen müssen, wer hier reinkommt und wer bei uns ist und wer hier vielleicht auch unser Land wieder verlassen muss. Und deswegen brauchen wir auch einen vernünftigen Außengrenzenschutz, weil die Lösung liegt zunächst einmal im Außengrenzenschutz. Aber das, was Sie mit Ihrer lapidaren Aussage in dem Antrag suggerieren, dass wir an der deutschen Grenze einfach sagen können, hier kommt keiner rein, das ist schlicht und ergreifend genauso falsch wie der Satz, unser Asylrecht kennt keine Grenzen. Und nach Ihren vollmundigen Ankündigungen, auch im Wahlkampf, muss ich ehrlich sagen, Ihr Antrag erfüllt diese vollmündigen Ankündigungen in keinster Weise. Es ist kein lösungsorientierter Antrag. Es setzt sich mit den rechtlichen Problemen überhaupt nicht auseinander und mit der Frage der Humanität auch nicht. Aber Sie können uns natürlich sagen, wir hätten gerne geschlossene Grenzen, wir ziehen zur Not Mauern und Zäune. Sagen Sie es so ehrlich. Sie können natürlich sagen, wir lassen hier niemanden rein und wir empfinden auch in Deutschland keine humanitäre Verpflichtung, irgendeinem Asylantrag nachzukommen. Das können Sie alles sagen, aber dann tun Sie es bitte. Schenken Sie den Menschen endlich reinen Wein ein und stellen Sie nicht solche Copy-Paste aus Gutachten, wirklich nur auszugsweise herausgezogenen Anträge hier, die mit der komplexen Angelegenheit Asyl und Anspruch auf Asyl nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Dankeschön. Vielen Dank. Andrea Lindholz war das, CDU-CSU-Fraktion, mit ihrer Kritik an diesem Antrag der AfD. Die Union halte sich, sei Europa treu. Jetzt eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Tschechei gibt es nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Liebe Kollegin Lindholz, Sie haben davor behauptet, die Bundespolizei und die bayerische Polizei würde die Grenzen schützen. Die Präsidentin hat schon angesprochen, ich komme aus Niederbayern. Wir haben den ein oder anderen Grenzübertritt zu Österreich. Ich lade Sie gerne mal ein, zu mir zu kommen, damit Sie sehen, dass nicht eine Grenze geschützt wird, nicht an einer Grenze wird kontrolliert. Sie verzählen nur Müll. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Des Weiteren haben Sie gesagt, es ist nicht möglich, über Deutschland einen Grenzzaun oder eine Grenze zu machen. Wie ist es dann möglich, dass eine europäische Firma namens EADS rund um Saudi-Arabien die Grenzen bauen kann, aber Deutschland sollte man keine Grenzen bauen können? Dankeschön. Darf ich darauf hinweisen, dass Herr Baumann heute im Ältestenrat gebeten hat, dass man sich anständig benimmt. Ich kann nur sagen, dass Frau Lindholz vielleicht eine Meinung vertritt, die Sie nicht teilen, aber Müll war das keineswegs. So, Frau Lindholz, Sie haben die Möglichkeit zur Antwort. Ja, lieber Herr Kollege, dass Sie aus Niederbayern sind, das hat man gestern schon gehört. Natürlich kenne ich auch deutsche Grenzen und ich weiß auch, dass deutsche Grenzen kontrolliert werden, sind auch schon Bekannte und Freunde von mir kontrolliert worden. Es gibt auch Unternehmen, die sich über die vielen Kontrollen beschweren, weil sie sagen, damit ist unser Warenhandel beeinträchtigt. Also wenn Sie an der Grenze noch über keine Kontrolle gestoßen sind, dann mag das so sein. Fakt ist, die Bundesregierung hat in Auftrag gegeben, dass wir mit der Bundespolizei und der Bayerischen Landespolizei alle Binnengrenzen kontrollieren. Und zum zweiten Punkt. Was war der zweite Punkt? Genau, danke. Also zum Grenzbau in Saudi-Arabien sage ich nichts. Aber das ist jetzt endlich mal ein Wort, was Sie hier von sich geben. Das, was ich vorhin zu Ihnen gesagt habe, sagen Sie in dem Land, was Sie vorhaben. Wenn Sie sagen, wir wollen Grenzen bauen, dann müssen Sie dafür Mehrheiten suchen. Ich glaube, Sie finden hier keine Mehrheit zum Bauen von Grenzen und Mauern in Deutschland. Dankeschön.
Soweit die Kurzintervention und die Antwort darauf. Der Streit um die Grenzen in Deutschland und in Saudi-Arabien war das. Der nächste und letzte Redner in dieser Debatte ist jetzt Uli Grötsch für die SPD-Fraktion. Auch das verbindet uns, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wenn man im Jahr 2017 über Migration redet, da muss man zuerst mal im Jahr 2015 anfangen und sagen, dass das, was im Jahr 2015 und teilweise ja auch noch im Jahr 2016 und 2017 in Deutschland geleistet wurde, egal ob von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, von der öffentlichen Verwaltung oder auch von den Polizeien, das ist eine historische Leistung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann man gar nicht oft genug würdigen. Wir alle haben noch die Bilder in den Köpfen und vor Augen, die Bilder vom Hauptbahnhof in München aus dem Sommer 2015, als halb München zum Hauptbahnhof gelaufen ist und geholfen hat. Oder auch ein Bild aus Niederbayern, aus Wegscheid, als ein Polizeiauto vorne war und hinten ein ganzer Treck von geflüchteten Menschen. Auch daran erinnern sich sicherlich viele von uns. Für mich ist das ein Symbolbild der Migrationslage, die wir damals hatten, die wir damals bei uns im Land hatten. 52.000 Asylanträge im Oktober 2015. Hingegen nur noch 30.000 Asylanträge im Oktober 2016 und noch 15.000 im Oktober 2017, was einen Rückgang von 70% ausmacht. Oder aber die Zahl der unerlaubten Einreisen an der deutschen Südgrenze, an der Grenze zu Österreich. Das waren im Juni 2016 3.500 und im Juni 2017 noch etwa 1.200. Also auch etwa 50% weniger. Was ich damit sagen will, ist, dass die Phase der Migration de facto doch abgeschlossen ist, dass die Zeichen der Zeit ganz andere sind, dass die Aufgabe, um die es jetzt in diesem Bereich, in diesem Land gehen muss, und auch die Debatte, die wir hier in diesem Haus führen müssen, doch um etwas ganz anderes gehen muss, nämlich um Integration, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb halte ich es auch für falsch, dass wir im letzten Monat, nicht wir, sondern der geschäftsführende Bundesinnenminister im letzten Monat die Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich nochmals um 6 Monate verlängert hat. Ich sage, die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die an der Grenze zu Österreich stehen, an der A8 oder an der A9, werden ganz woanders gebraucht. Und da haben Sie recht, Herr Schuster. Sie werden nicht an den Autobahnen gebraucht, sondern auf den Autobahnen, bei der Schleierfahndung, weil auch an den deutschen Außengrenzen die Aufgabe eine ganz andere ist, die Kriminalität mit völlig anderen Themen zu tun hat, als mit unerlaubter Einreise oder solchen Themen. Und wer den Menschen im Land das im Jahr 2017 so verkaufen will, Herr Kollege, der spielt mit den Ängsten der Menschen in Deutschland und spricht die Unwahrheit. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Ehrhorn von der AfD? Nein, Sie hatten in dieser Debatte schon zu viel Raum, meiner Meinung nach. In einer Zeit, in der die Balkanroute geschlossen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das EU-Türkei-Abkommen, von dem man halten kann, was man will, steht, verlaufen die Grenzen ganz woanders, verlaufen die Grenzen schon in der Sahara, in Mauretanien, in Niger oder im Tschad oder zu allerletzt, wer es überhaupt bis an die nordafrikanische Küste schafft, am Mittelmeer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb will ich das nochmals sagen, wir brauchen die Bundespolizei auf den Autobahnen und nicht daneben. Und zum Ende will ich sagen, um was es auch gehen muss in dieser Frage, ist, dass wir endlich eine europaweite Verteilung der Flüchtlinge auf den Weg bringen, dass wir es nicht akzeptieren, dass sich die von Ihnen unterstützten Länder aus dem Staub machen und so tun, als würde sie dieses Thema nichts angehören, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen für ein offenes Europa, für ein Europa ohne Grenzen. Und wenn Sie so wollen, ja, wir stehen für die Vereinigten Staaten
von Europa. Und eins sage ich Ihnen zum Ende auch noch, Herr Gauland. Ein Aufenthaltsstatus, das mag schon sein, dass der ungültig sein kann. Aber ganz gewiss ist auf dieser Welt kein Mensch illegal, Herr Gauland. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege. Soweit Uli Grötsch für die SPD, der hier sehr klar und deutlich die Position seiner Fraktion deutlich gemacht hat für offene Grenzen in Europa. Und kein Mensch sei illegal, hat er am Ende in Replik auf Alexander Gauland von der AfD gesagt. Der Antrag der AfD wird jetzt in den Hauptausschuss überwiesen. Andere Ausschüsse, die so etwas beraten können, gibt es ja noch nicht, also in den Hauptausschuss.